heute bauen wir miteinander mal ein bisschen was nicht so freundliches. Das heißt, das ist. Mir gefällt das Bild richtig gut. Also, ich finde es zwar ein kleines bisschen anzüglich, das stimmt, aber das mit der Bogenschützin, das finde ich voll schön. Außerdem ist nicht ganz so freundlich, also nicht ganz so überdrüber bunt, das muss ich nicht unbedingt haben. Das ist wirklich sehr viel lila gehalten und eigentlich eher dunkel. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde es nett. Das Puzzlehaus Bogenschütze tatsächlich ist aus dem Jahre, wann ich es finde. Wann ich das jetzt da stehe? 2010. Das ist rausgekommen. Ich habe schon ein bisschen zerkrümelt, aber es ist wirklich so. Ich muss meistens nicht ganz so sorgfältig zerkrümeln, weil wir einiger. Zugeben, dass beim Ravensburger der Puzzle das gar nicht so wenig ist. Mich stört das aber auch wirklich eigentlich gar nicht. Also deswegen, aber ich sage, ich gebe mir deswegen auch keine Mühe, dass ich das da wecker tue. Deswegen ist ja immer noch welche da. So. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig aussortieren kann. Und ich weiß nicht, was für Richtung das im bauen soll. Wahrscheinlich eine Idee. Wir fangen ja nie gerne den Rand an, das heißt, es kann sein, dass ich den Rand wirklich erst wieder zum Schluss oder gegen Ende des Puzzles baue. Normalerweise nehme ich ja den ganzen Tisch, also das ist mein Puzzletisch, den habe ich mal extra so gekauft. Der hat schon doppelte Menge von einem Puzzle meistens. Beim 1000er kann ich tatsächlich alle Teile auflegen und ich sehe da alle Teile. Also meistens mache ich es so, dass ich alle Teile auflege, ganz egal wie. Und ich suche mir nur die aus, die ich gerade jetzt baue. Oder eben Sachen wie gerade am Anfang nehme ich mir oft die hellen oder das ist auch angeschaut, das sieht man schon. Da suche ich mir die Teile aus und fange mit denen an zu bauen. Da ist ein Mund. Das geht schnell mal, dass man solche Teile fällt oder sieht. Teile wie die weiß man, die gehören zum Gewand und der lila Hintergrund, der eigentlich nichts hat. Das sind dann natürlich Hintergrund, Schatten und solche Sachen. Da kann man wahrscheinlich auch gut ein bisschen nach vorne sortieren. Keine Ahnung, dadurch, dass ich das nie mache, ist es für mich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich fange genau, muss ich alle Teile auf dem Puzzlebrett haben, dass das alles sich sieht. Oder tue ich es halt auf Seiten. Ich schmeiße nicht so gerne, aber peils, dass man das so durchsortieren muss, weil wenn man das drüber legt, dann sieht man ja gar nicht, was ist denn das für ein Teil. Also ich mag das eigentlich nicht. Aber dadurch, dass man da versucht, Puzzle bauen und gleichzeitig im Sichtbereich bleiben, ist man dann immer ein bisschen versucht, dass man halt wirklich wie man es im Fernsehen, also wenn es auf YouTube bei anderen YouTuber sieht, sagt ihr, da ist wirklich viel Puzzle das da. Ja. Dann macht man es halt einmal so und dann sagt man halt, okay, ja, dann stapelt ihr einfach die ganzen Randteile auf einen Peil und dann stapelt ihr die ganzen Gesichtsteile, ich sowieso mal rum, auf einen Peil. Und du hast dann erst auseinander, wenn ich die andere aussortiert habe. Dann macht man sich halt Platz und teilt so auf. Anstatt dass man wirklich alle flächendeckend auflegt. Es ist auch so, dass man dann nicht alle Teile sieht. Aber ich fange meistens zum Puzzle an, bevor ich noch alles sehe. Also ich mache das normalerweise gar nicht, weil für mich ist nicht wichtig, dass ich jetzt das Teil genau das Teil finde, sondern wenn ich zwei Teile habe, die ähnlich sind, dann schaue ich, passt das da und wenn ich Glück habe, dann passt es halt und dann baue ich einfach. Und wenn ich sage, okay, ja, das schaut ähnlich aus, kommt das da raus, dann habe ich, das könnte da auch passen, sehe ich da auch, ich weiß nicht genau. Das sind immer so Sachen, dann nimmst du halt einfach ein paar Teile und schaust, die gehen jetzt zusammen.
und drehst dich ein paar um und schaust, ah, das könnte wieder da zupassen, geht das da irgendwo und da ist wieder was erreicht, die sind auch so ähnlich, das schaut gut aus und ja, das kann passen. Und genauso wie mit dir, wenn man dann schon sieht, das ist Gesicht, Mund und Teil, die Gurter, die Bogensehnen, das ist sicher Haut. Da sortiert man das schon ein bisschen ein und dann sagt man schon mal wieder, oh ja, die schauen von der Farbe und vom Ding her so ähnlich, bauen wir es gleich zusammen. Macht man sich die Mühe gar nicht, dass man so alle zuerst aussortieren und alle anschauen, sondern wir brauchen einfach, was wir so kriegen. Aber natürlich sieht man da nicht alle Teile, weil alle Teile, also die Randteile sieht die meistens aus, aber wie gesagt, ich baue die Randteile nie am Anfang. Das Spiel strebt mir einfach so weit. Dadurch enge ich meinen Bereich so ein und wenn ich Puzzleteile von der einen Ecke zum anderen gleiten lasse und die sind wie, manchmal kann man es eben nicht aufheben, dann kannst du es nicht aufheben, dann zerkrümmelt es da. Wenn du das dann nicht verschieren kannst auf dem ganzen Board, dass du sagst, okay, ja, ich kann das jetzt da mischieren und das jetzt da mischieren. Und wenn man dann einen Rand hat, da muss man ständig einen Rand aufmachen, das Teil rausschirmen, das einschirmen. Und wenn ich nicht habe, dann stört er mich nicht. Dann brauche ich mich um das momentan einfach keine Sorgen machen. Das sagt man gerade beim Puzzlebauen eigentlich extrem. Also das im Rand macht mich immer einengend. Wenn der Rand noch weg ist, dann. Ich habe glaube ich auch mal eins gehabt, das randlos war. Aber das ist auch ein bisschen blöd. Dadurch, dass man dann überhaupt kann. Bereich hat, okay, wie weit muss ich den jetzt noch bauen, dass das aus ist? Das war nicht so witzig. Aber naja, es ist immer so ein bisschen. Ich versuche es jetzt doch ein bisschen aussortieren, indem das dann ein bisschen hoher und ein bisschen unter. Thank you.
hallo, was haben wir jetzt einmal mit dem Sortieren? Also richtig toll zufrieden bin ich nicht. Aber naja, da haben wir den ganzen Hintergrund meistens. Also es sind ein paar Dinge und ich werde definitiv auch mit dem helleren mal anfangen. Deswegen habe ich da absichtlich ein paar eine da, die weiß, dass da herkommen. Das heißt, das ist Gesicht, die Haare und die Waffen oder die Gurte und das, was ich quasi gefunden habe, also Körper. Das sind so mit so einem blauen Schimmer drinnen. Das ist, und die Pfeile habe ich da dazu, da, also ein Köcher. Da sind alle Teile, die nicht ganz zum Hintergrund gehören, wo ich weiß, das wird wahrscheinlich ein bisschen was vom Ganzen, ein bisschen was für die Waffen, ein bisschen was vom Hintergrund, ein bisschen. Ja, die Randteile. Da habe ich schon ein bisschen angefangen, da habe ich nicht auf, weil ich nicht widerstehen habe können. Ja, und also anfangen will ich jetzt wahrscheinlich mal versuchen, das Gesicht auszuschön. Und dann die hellen Teile. Dann die blauen wahrscheinlich und dann erst Körper. Und dann sehe ich, wie sich die Physik andere ergibt. Dann geht die Physik schöner zusammen. Je nachdem, ob ich dann recht schnell an Grenzen stoße, werde ich vielleicht ein paar Randteile benutzen, aber die wird wahrscheinlich erst am Schluss gehen. Okay, damit mache ich mal Schluss und bis später.
So, hallo. Hier sind wir bei den letzten 2 Minuten. Eigentlich dafür, also das Video dauert jetzt eine Dreiviertelstunde, ist schon klar. Bauzeit waren ungefähr 3,5 auf jeden Fall, ein bisschen was über 3,5 Stunden. Eigentlich ist es relativ leicht gegangen und bis auf ein paar Anfangsschwierigkeiten ist es eigentlich ganz gut gerannt und bin eigentlich nie richtig stecken geblieben und eigentlich bin ich recht zufrieden, also so gute Zeit. Es war relativ schön, also auch zum Sortieren war es eigentlich ganz gut. Die Teile haben sie nicht schlecht sortieren lassen, also es hat dann doch besser hingehauen, als ich mir es gedacht habe. Ja, Das ich ist würde mal aber schön. sagen, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Servus, Gern, wenn Gabriel. ihr das erste Mal da seid, So. abonnieren oder liken Das oder ist empfehlen. genau. Gerne auch Kommentare schreiben, ich möchte immer gern wissen, was ihr so denkt. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, Happy Hobby allerseits. Und bis zum nächsten Video. Und jetzt lasse ich euch nur die letzten paar Teile so anschauen. Eins. Da hat man noch mehr 4 Teile in der Hand und 3, 2, 1 und fertig. Juhu! Tschüss, allesamt. Tada!